Hallo ihr Lieben! In dieser Woche finden zum einen viele Ostermärsche in Mecklenburg-Vorpommern statt, um auf Frieden aufmerksam zu machen, und zum anderen wird mancherorts auch auf die RKI-Protokolle aufmerksam gemacht. Wie ZDF heute berichtet, könnten die RKI-Protokolle politischen Sprengstoff haben. Das Magazin Multipolar stellt die RKI-Protokolle zum Download zur Verfügung. Und besonders das Protokoll vom 29.06.2020 ist sehr interessant. So heißt es bei Punkt 5, aktuelle Risikobewertung. Immer noch hohes Risiko, Vorgabe vom BMG, also vom Bundesministerium für Gesundheit. Bis 1. Juli wird daran nichts geändert. Das bedeutet, dass nicht das Fachpersonal vom RKI das Risiko wissenschaftlich bewertet hat, sondern die Politik. Hier wird offensichtlich, dass das Robert-Koch-Institut eine weisungsgebundene Behörde ist, die die Vorgabe vom Bundesministerium für Gesundheit zu erfüllen hat. Und die Vorgabe war, dass die aktuelle Risikobewertung bis zum 1. Juli auf hohes Risiko eingestuft werden soll. Außerdem müssen wir uns fragen, warum bei den RKI-Protokollen so viel geschwärzt wurde. So schreibt der Nordkurier, es sind nicht nur Namen, sondern oftmals lange Passagen und auch ganze Seiten geschwärzt. Etwa zu Themen wie Nebenwirkungen der Corona-Impfung, der Einbindung von Influencern in Zusammenhang mit Corona-Informationskampagnen in Schulen oder auch der RKI-internen Diskussion um die Bestimmung einer genesenen Definition. Wenn ihr auch wollt, dass die RKI-Protokolle ungeschwärzt veröffentlicht werden und wenn ihr auch ein Zeichen für Frieden setzen wollt, dann beteiligt euch bei den Ostermärschen in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab bildet es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Wir unterstützen sie mit militärischem Gerät und ja, auch mit Waffen. Und unsere Bundeswehr hat alleine bis heute 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Wir brauchen uns im internationalen Vergleich nicht zu verstecken. Im Gegenteil. Und umso tragischer ist es, dass wir seit Monaten darüber streiten, ob wir der Bitte der Ukraine nachkommen, den Marschflugkörper Taurus in Ergänzung zu allen anderen gelieferten Waffensystemen zu liefern.